Wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Hier ist wieder Salami TV, der ostdeutsche Ossi mit einem Mordsappetit. Stellen wir auf der Suche nach neuen kulinarischen Köstlichkeiten. Freunde, wie ihr im Titel schon gelesen habt, es gibt heute Mackis Filet in der eigenen Sahnesoße mit Pellkartoffeln. Schlicht und einfach, ohne Schickimicki, ohne Shishi, ohne Blabla. Ohne Tralala. Und dann habe ich noch einen ganz besonderen Schmankerl für euch. Den werde ich euch zeigen und vorstellen. Aber den Schmankerl kommt erst im nächsten Video, Freunde. Seid gespannt! Freunde, ran ans Werk! So, okay, Leute. Also, für die Soße brauchen wir... Ich habe hier so einen Sahnejoghurt. Türkischer Art. Ja, Creme fraiche. Bisschen feine Creme zum Kochen. Ich hab's noch nie gemacht, keine Ahnung. Bisschen Zwiebel mache ich denn drin, bisschen Knoblauch mache ich drin. Ja. Und ich wollte mir mal meinen Sahnehering oder mein Mackisfilet einfach mal selber machen mit der Soße. Mal gucken, ob es besser schmeckt oder ja, oder eben nicht. Gut, Leute, ich fange erstmal an, wa? Okay, Leute, dann fangen wir mal an. Wir nehmen hier mal so ein. Oh, das ist aber ganz schön. Der ist aber ganz schön, feste. Aber dann nehmen wir hier mal so ein bisschen. Ja, und der, wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht. Creme fraiche. Kommt eigentlich Schlagsahne ohne drin, wa? Aber ja, hatte ich nicht. Oder hatten sie nicht im Plan. Nö, ist egal. Dann kommt hier ein bisschen Sahne zu. Ja, Leute, Sahne. Genau, dann wird ich hier ein bisschen geschlagen oder so. Ey, ich bin die Koche, dann lass mir in Ruhe. So, alles klar. Nachdem wir das nun alles schön vermengt haben, komm jetzt, wohin mit dem Löffel hier, mit dem Knoll meine ich, komm jetzt hier die Zwiebeln hinzu. Ach so, und hier, Leute, ich habe hier noch ein paar Gurken für den Geschmack, ja. Mann, für die Säure, genau so ist es. So, dann haben wir hier die Knoblauchzehe, die werden wir natürlich wieder hier schön drin rein, ja. Ich weiß, Knoblauch kommt da nicht drin, aber ja, Knoblauch ist ein Muss eigentlich. Knoblauch muss sein. So, denn, genau, denn abermals miteinander verrühren. Oh, der Knoblauchduft, frisch gekocht. So, was fehlt denn jetzt noch? Hier, genau, eine gute Prise Salz. Gute Prise Salz. Und zum Schluss. Ein bisschen, ja, ein bisschen Grünzeug für die Girls, Leute. Hier ein bisschen Dill. So, nochmal verrühren. Ich hoffe, das schmeckt. Wenn nicht, ja, ich Pech gehabt. Esse ich trotzdem. So, und jetzt kommen hier auch schon die Mackis-Stücke drin. Oh, ja. Erzählt der Bus, geh weiter, was ich hier mache, Leute. So, Friends, das lassen wir jetzt ein bisschen ziehen. Ich sag mal so, ja, 2-3 Stunden, dann sehen wir uns wieder am Tisch. Das Wasser, das kocht, jetzt kommt ja eine schöne Prise Salz mit bei. Zack, ja, auch zu Pellkartoffeln. Oh, und dann kommen so, Junge, was ist denn heute los? Und dann kommen schon die Pellkartoffeln ins Wasser. So sieht's aus. So, Freunde, hier sind die Pellkartoffeln, aber ich kann euch sagen, Alter, das ist kein Spaß hier, die abzupellen, weil die sind noch, die sind noch richtig heiß. So, und so haben die Omas und Opas das gemacht hier, so haben die Pellkartoffeln abgepellt. Richtig oldschool, ja, richtig oldschool. Freunde, ich will euch aber jetzt nicht hier eine halbe Stunde lang zeigen, wie ich die Pellkartoffeln abpelle. Wir sehen uns gleich wieder, wenn die abgepellt sind, ja? Alles klar. Die Kartoffeln sind geschält, aber trotzdem noch heiß. Hier liegen noch die Schalen. Genau. Und dann, ihr habt gesehen, wie ich die Soße gemacht habe. Die ist atemberaubend lecker. Atemberaubend. Oh yeah. Mache ich die über die Kartoffeln oder? Ja, erstmal ein bisschen daneben. Ja. Keine Chemie drin, kein Janisch drin. Kauft euch mal Sahnehering in diese ovalen Becher. Und dann guckt mal, was da alles drin ist. Da wird euch schlecht. Da wird euch richtig schlecht. Ja.
genau wie mir schlecht wurde, als ich die letzten Kommentare mal wieder gelesen habe, wo ich mit Harry Hackfleisch unterwegs war. Und ja, Salami, du bist ja schon so voll, du bist ja betrunken, ja. Freunde, der Himmel ist blau, das Gras ist grün, ein Mann sitzt auf der Bank und trinkt Bier. Ja, und jetzt? Ach Leute, ihr nehmt das Leben alle viel zu ernst. Mann. Ich habe ja schon mal gesagt, in 60, 70 Jahren sind wir alle tot. Also, und was sollen die Kommentare? Gut, ihr könnt ja die Kommentare schreiben, na klar, ich lasse sie hier stehen, aber Salami, wie du mit Harry Hackfleisch umspringst, gefällt uns gar nicht. Ach, Leute, Mann, wenn ihr wüsstet, Harry war immer schon der ruhigere Part. So, schon früher als Kind war Harry schon immer ein bisschen ruhig und zurückhaltend, ja, und, oh Gott, Mann, Freunde, was da los? Naja, gut, okay, könnt ihr ja auch nicht wissen, weil ihr kennt uns ja nicht wirklich, ihr kennt uns ja nur, wenn wir mal eine Viertelstunde ein Video zusammen machen, ja, sonst kennt ihr uns ja nicht. Naja, na gut, aber ich danke euch trotzdem für eure Kommentare, alles klar. Freunde, hier ist der Fisch. Genau, der Matthias. So, lange genug gerührt hier. Okay, dann werden wir mal alles auf eine Gabel. Aber ich habe die Soße schon gekostet. Ich weiß, die ist himmlisch. Die ist wirklich himmlisch. So ein bisschen Zwiebeln hier. Ein bisschen Fisch. Da würde ich sagen, man braucht alles, um glücklich zu sein. Wa? Dann würde ich sagen, bist du hungrig, machst du genau das hier. Denn G steht für Gönnung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mahlzeit. Oh Herr, du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Alter, Alter. Es schmeckt so viel besser. Upsala. Es schmeckt so viel besser, als wenn ihr euch den Fertigzeug irgendwo im Supermarkt kauft, Leute. Einfach nur ein Traum. Die Knoblauchnote, die ist einfach nur. Siehst du, da versteckelt mir schon die Sprache. Die Knoblauchsoße ist einfach nur atemberaubend, meine lieben Freunde. Ja, atemberaubend, wirklich. Und beim Creme Fraiche. Das war so ein Kräutercreme Fraiche. Also das Rezept schreibe ich mir definitiv auf ein Blatt Papier. Also, das ist wirklich der Burner, Freunde. Junge, und ohne Rezept und nebenbei gucke ich hier gerade Berlin, Bernauer Straße, in Klammern 1981. Da wird detailliert gezeigt, wie sie von einer Stunde auf der anderen die Mauer gebaut haben. Und da hat eine Frau gesprochen und die hat gesagt, ja, wir haben gerade im Bett gelegen, wollten schlafen. Auf einmal hämmerte, ja, da haben sie uns das Fenster zu hier genagelt. Wo gibt's denn sowas? Na, im Osten. Und da sieht man auch die Situation, wo der NVA-Soldat über den Stacheldrahtzaun gesprungen ist, der so hoch war. Ja, Jahre später haben sie ihn interviewt. Hier sagt man, mittlerweile lebt er in Bayern. Das ist recht interessant, guckt euch das mal an. Berlin, Bernauer Straße, 1981. Leute, ich hab schon mal gesagt, die Heiß-Kalt-Kombination ist einfach nur ein Traum. Einfach nur ein Traum. Köstlich. Einfach nur köstlich. Ja. Und ich wüsste sowieso, dieses Video mit Matthias Filet wird nicht so viel Aufrufe haben. Das macht aber nichts, weil ich will euch mal zeigen, dass es nicht nur Fast Food
dass nicht nur Fastfood lecker schmeckt, dass auch Sony-Gerichte, ja, der absolute Knaller sind, muss ich sagen. Da fällt mir, ey, wartet mal kurz. Ich muss mal was aus der Küche holen. So, da bin ich wieder. Und was ich hier in meinen Händen halte, Freunde. Trommelwirbel. Es ist eine Wildschweinsalami. Eine ca. 40 cm lange Wildschweinsalami. Selber geschossen. Selber hergestellt. Oh mein Gott. Wenn ihr das riechen könntet, ne? Aber dazu mehr im nächsten Video, Freunde. Da gibt es ein ausführliches Video zu. Ich sage nur, Wildschwein, ostdeutsche Wälder, Freunde. Und die wurde geräuchert. Die habe ich von einem Jäger. Ja, ich meine Kontakte gehen jetzt immer mehr auseinander, meine Food-Kontakte, die habe ich von einem Jäger für 20 Euro abgekauft. Leute, für 20 Euro, wenn man bedenkt, dass so eine kleine Rindersalami schon alleine 6 Euro kostet, ja, ist das einfach unschlagbar, muss ich sagen. 6 Euro, 20 Euro. Oh, die wurde geräuchert und ich rieche da, dass da ein Schuss Cognac drin ist. Ich kann mich auch täuschen, aber nee, ich glaube, da ist ein Schuss Cognac drin. Und Wacholder. Ich möchte sagen, ich rieche so Wacholder. Ey, als wenn da Tannennadeln drin sind. Oh, du riechst richtig den Wald. Du riechst den Wildschwein richtig. Mmh. Wie ihr alle wisst, ich esse endlich kein Schwein. Also, kein normales Hausschwein. Nee, das sieht so rosa aus. So. Gott, das will man schon die Farbe alleine. Wer ist ein rosa mit Schwein? Weil ich nicht mehr. Ich nicht mehr. Ich werde über die Salami im nächsten Video philosophieren. Werde dazu ein schönes Bauernbrot essen. Ein bisschen Bautzner Senf. Wir wollen ja den Geschmack nicht verfälschen. Wir wollen ja den ultimativen Rauchgeschmack haben. Ja. Genau den wollen wir haben. Ich kann nur sagen, selbst gemacht und dann für uns backen, ja, kannst du nicht meckern. Freunde, unterstützt mehr die regionalen Dorfläden, Hofläden, ich weiß, das ist teuer, das kann sich nicht jeder leisten. Ich hoffe da aber auch nicht, um Gottes Willen. Aber trotzdem, wenn man dieser Dame schön auf ein frisches Bauernbrot macht, mit der schönen frischen Kruste, schön in Scheiben, man hat einfach ein besseres Gefühl beim Essen. Da ist keine Chemie drin. Ja? Wenn ich denn die Bärchenwurst sehe, die Bärchenwurst mit einem Bärengesicht drauf, diese runde Bärchenwurst, da ist so viel Chemie drin, ja, und so viel Dreck, da jetzt ohne Reportage bei YouTube, müsst ihr euch mal angucken. Der Metzger sagt, also dieses Essen würde er nicht mal seine Tiere zu fressen geben. Unglaublich, was man uns in der heutigen Zeit so alles zumute, was wir so gucken. Oder diese Hähnchenfleischwurst von Maika. Ja, Maika ist ein Name, aber da ist nur Fett drin und Dreck und Müll. Da ist nur Müll drin, Freunde. Ich genieße nur mein Matjesfilet mit selbstgemachter Soße. Beste. Hier dann ein Stück Butter zu und du bist ein glücklicher Mensch. Pellkartoffeln mit Butter, das ist auch so ein Ding. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, Leute, das wird mit dem Video wieder gewesen sein. Ich danke euch für's Zusehen.
Danke für die ganzen Likes, danke für die Daumen hoch. Lasst mal ein Abo da auf kostenloser Ehrenbasis, denn Support ist kein Mord. Dann bleibt mir nicht mehr zu sagen, wie wir sehen uns im nächsten Video. Mit der leckeren Salami, die so einen tollen Rauchgeruch hat. Wow. Alles klar, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschö mit Ö. Ich bin Salami TV. Ihr wisst Bescheid. Tschüss.